Hi Leute, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ja, alle Jahre wieder macht Janina ihren USA-Fazitbericht. Ich bin jetzt knapp 3 Jahre in den USA. Diesmal, ich bin stolz auf mich, bin ich sogar ein bisschen früher noch dran. Erst im November sind es eigentlich 3 Jahre. Aber nachdem ich meinen Bericht letztes Jahr so ein bisschen verschlafen habe, dachte ich mir, ich mache mal lieber zu früh als zu spät. Ja, in dem Video erzähle ich dann halt immer so, wie es mir hier so geht. Was ich hier so mache, wie sich Sachen verändert haben, wie es papierkrammäßig bei mir aussieht, Familie, Freunde und so weiter. Und auch dieses Jahr mache ich das jetzt hier anscheinend ja gerade wieder. Ich verlinke euch gerne nochmal die Berichte nach 1 und nach 2 Jahren oben in der Infobox und überall. Ich werde auch darauf achten, dass ich nicht zu repetitiv bin, weil, ja im Ernst, ich bin jetzt 3 Jahre hier, also es hat sich jetzt zum letzten Jahr jetzt auch nicht so unglaublich viel für mich geändert. Daher werde ich versuchen, ein paar neue Punkte auch aufzugreifen oder beziehungsweise eher darauf einzugehen, auf die wenigen Sachen, die sich geändert haben. Zum Beispiel, ich bin immer noch bei meinem gleichen Job, den mache ich jetzt auch schon gute 2 Jahre weiter von zu Hause, da gibt es gar nicht viel drüber zu erzählen. Über den Freundeskreis, da war es so, habe ich glaube ich im letzten Jahr auch schon so oder so ähnlich gesagt. Ich habe so 4, 5 Freunde, die wirklich gute, enge Freunde von mir sind, die ich wöchentlich sehe, zu denen man auch mal kommen kann, wenn irgendwie was ist. Und ansonsten habe ich aber einen relativ großen so Freundeskreis, das nennt man hier eher so Associates. Also ja, so Leute, mit denen man was macht, Leute, mit denen man wegfährt und so. Aber das sind jetzt nicht wirklich enge Freunde. Also da bin ich ja auch schon oft darauf eingegangen, dass das in Deutschland und USA alles so ein bisschen anders ist. Das sind alles super nette Leute, aber DC ist halt auch einfach so ein Hotspot für Leute, die hier nicht kommen, um hier langfristig zu leben, sondern die halt hierher kommen, um zu studieren oder als Au-pairs aus dem Ausland kommen. Es ist einfach so ein Hotspot für ganz viele Expats, so dass halt viele, gerade junge Leute, hier nicht dauerhaft sind. Die kommen hierher für 2, 3 Jahre oder so. Und das sehe ich halt auch sehr krass an meinem Freundeskreis. Die Freunde, die ich jetzt habe, sind ganz anders als die, die ich vor 1,5 oder 2 Jahren hatte, weil einfach so viele Leute schon gekommen und gegangen sind und dann auch wieder neue kommen und so weiter und so fort. Klar, an sowas muss man sich auch gewöhnen. Ich glaube, die meisten sind ja eher so, dass man natürlich will, dass die Freunde bei einem in der Nähe bleiben und nicht irgendwie sonst wo sind. Ich habe mich eigentlich ganz gut daran gewöhnt und da ich ja auch selber immer so jemand war, der ständig irgendwie in eine andere Stadt oder ein anderes Land oder so umgezogen ist, kann ich da auch wirklich niemanden einen Vorwurf machen. Ich finde es eigentlich sogar teilweise ganz lustig, dann kannst du halt die ganzen Leute da besuchen, wo sie jetzt, also die sind dann in einen anderen Staat oder so umgezogen, kann man halt Leute besuchen. Ist eigentlich so auch ganz witzig, aber wie gesagt, mir ist es auch sehr wichtig, dass ich zumindest so vereinzelt auch Leute habe, die, mit denen ich hier dauerhaft wirklich was machen kann. Und dauerhaft ist natürlich auch mal so eine Frage. Also eine von meinen ganz guten Freundinnen hat jetzt geheiratet und zieht nach Kentucky, also ja, es ist alles hier so ein Kommen und Gehen. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, nicht für jeden was. Außerdem gehe ich ja jetzt ganz steil auf die 30 zu. Ich bin jetzt im Juli 29 geworden und ist ja eigentlich auch in Deutschland so, dass dann halt immer mehr Leute anfangen, so zu heiraten, Kinder zu kriegen, vielleicht auch im Job noch deutlich mehr eingespannt zu sein als noch mit Mitte 20 oder so. Also, dass man mit vielen Leuten sowieso nicht mehr so super viel machen kann, weil die halt anderweitig eingespannt sind und ja, das ist halt hier auch nichts anderes. Ja, dann vielleicht ein paar Worte zur Umgebung und wie ich hier lebe und so. Also meine treuen Zuschauer werden, glaube ich, wissen, dass das die Wohnung ist, in der ich bin seit November 2019, seitdem ich in die USA gezogen bin. Ich würde diese Wohnung auch wirklich sehr ungern aufgeben. Und auch unsere Gegend hier, für die Leute, die es nicht wissen, wir sind hier in Arlington, Virginia, 10 Minuten von Washington DC entfernt. Wir haben das Pentagon um die Ecke und Pentagon City und eine Mall irgendwie 5 bis 10 Minuten entfernt. Kommt ihr gut hin zu Restaurants, Bars, Busse, Bahnen, alles. Also weiterhin wirklich eine super schöne Gegend. Es ist so, dass es jetzt hier ein bisschen unsicherer geworden ist. Also es gilt immer noch als eine sehr gute Gegend. Also das ist wirklich jetzt Hammern auf hohem Niveau, ja, Jammern auf hohem Niveau. Es gibt hier jetzt mittlerweile sehr oft so Autoeinbrüche. Hab das auch von meiner Nachbarin gehört, die eine gute Freundin von mir ist. Da wurde
einfach in deren Auto eingebrochen. Der Typ ist damit ein bisschen rumgefahren, hat dann alles rausgenommen, was irgendwie wertvoll ist. Und am nächsten Morgen, die wussten ja von nichts, stand auf einmal die Polizei vor deren Tür und meinten, ja, wir haben euer Auto gefunden auf der und der Straße. Ist jetzt einfach nur ein einziger Müllhaufen. Hat sich dann auch herausgestellt, dass die Versicherung von denen das also wirklich nur minimalst übernimmt und die jetzt selber 7.000 Dollar zahlen mussten, um wieder ein richtiges Auto halt zu haben. Und ja, also das hört man hier halt echt oft. Wir haben glücklicherweise unser Auto in unserer Garage hier im Gebäude. Sonst muss ich sagen, ich hätte da echt Angst, weil ich habe das jetzt oft gehört, dass es hier immer wieder zu Autoeinbrüchen kommt und es eben auch schon Leute getroffen hat, die ich kenne. Und auch generell, also ich höre auch hier eben von der Gegend immer mal wieder, dass irgendwie was passiert. Was schon ungewohnt für mich ist, weil ich glaube, selbst in Berlin, was vielleicht auch nicht die allersicherste Stadt auf der Welt ist, aber bei mir im Umkreis, wo ich damals gewohnt habe, ich habe nie gehört, dass da irgendwie mal was passiert ist. Hier passieren halt schon ab und an mal Sachen. Also neulich war, glaube ich, so ein bewaffneter Typ, der eine Frau in einem Auto, also die hat ihr Auto nicht abgeschlossen, saß im Auto, ist dann halt reingekommen, hat sie mit einer Waffe bedroht. Und halt, ja, solche Sachen hört man hier immer mal wieder. Aber im Großen und Ganzen, also ich will jetzt hier nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich hier voll in so einem Brennpunkt oder so bin. Nee, im Großen und Ganzen ist ja auch alles noch gut. Amazon kommt hier zu uns wirklich direkt in die Gegend und baut ein riesiges Department hier auf. Ich glaube sogar, deren Hauptsitz soll, glaube ich, sogar hier gesetzt werden. Oh Gott, da will ich jetzt gerade nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber also die machen hier ganz, ganz viel auf jeden Fall. Und das ist auch so, dass das hier bei uns in der Nachbarschaft eher negativ aufgefasst wird. Wir haben hier gegenüber von uns zum Beispiel ein Gebäude, das soll jetzt verdreifacht werden, also dreifach höher gebaut werden. Das würde jetzt zu uns die Sicht nach Washington DC versperren, was halt, kann man jetzt sagen, ja, ist doch scheißegal, aber viele hier haben halt eben die Wohnung gekauft und das mindert halt den Wert der Wohnung, wenn man halt nicht mehr die Sicht hat, die man vorher hatte. Auch generell wird davon ausgegangen, dann gibt es hier ganz viele Baustellen, weil hier wird dann natürlich dementsprechend auch viel mehr gebaut, Hotels werden gebaut und so weiter und so fort. Also generell denkt man, dass dadurch, dass Amazon kommt, auch die Kriminalität eher steigen wird. Deswegen ist die gesamte Nachbarschaft hier in der Umgebung eher so ein bisschen anti. Und die Amis steigern sich an sowas auch immer richtig rein. Also die sind hier mit der Verwaltung und allem und dem Arlington County halt ständig im Gespräch wegen irgendwelchen Sachen. Also wie gesagt, zum Beispiel, dass dieses Haus da jetzt höher gebaut wird oder dieser Gebäudekomplex höher gebaut wird. Also die steigern sich da immer richtig rein. Aber dadurch, dass es halt hier irgendwie so eine relativ wohlhabende Gegend ist, ist es wohl so, dass die Verwaltungsmitglieder so wie alle so ein bisschen der Meinung sind, ja, also diese reichen weißen Leute sollen mal die Klappe halten. Dazu gibt es hier den Spruch, not in my backyard. Das ist, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das ist, wenn zum Beispiel so eher protzige Leute sagen, ja, nee, das ist ja total wichtig, dass jetzt irgendwie Flüchtlinge ein schönes Flüchtlingsheim kriegen und da auch, dass es da schön ist und dass sie da Essen kriegen und so. Aber ja, bitte nicht bei mir in der Straße, weil ich habe keinen Bock, dass da Flüchtlinge sind. Also ja, wenn es jemand sagt, das ist halt ein bisschen das, was damit gemeint ist. Und so wird hier halt eben diese Nachbarschaft auch betrachtet von Leuten, die halt hier so eine Entscheidungsgewalt haben. Und deswegen ist es halt auch so, dass das ganze Gejammer hier von den Nachbarn eher nicht so ernst genommen wird vom Arlington County und von der Verwaltung und so weiter. Aber um nochmal zum Thema zurückzukommen, wir spielen, also Gino und ich, wir spielen mit dem Gedanken, nächstes Jahr im Sommer oder so vielleicht in einen anderen Bundesstaat zu ziehen. Ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen anklingen lassen. Auch wenn ich hier eigentlich sehr glücklich mit der Gegend bin und das natürlich auch Vorteile hat, dass man sich jetzt hier so ein bisschen auskennt und Anbindung an Miete und alles so super ist. Mir wird irgendwie einfach immer schnell langweilig in einem Ort. Ich habe auch früher irgendwie selten jetzt jahrelang irgendwie irgendwo gelebt. Und wir spielen ein bisschen mit dem Gedanken, vielleicht nach Florida zu gehen. Eventuell ist es so, dass wir über die Arbeit von meinem Mann dorthin kommen können. Also das ist auch alles noch gar nicht klar und entscheidet sich dann erst in den nächsten Monaten, wenn nicht vielleicht sogar erst Anfang nächsten Jahres. Also ist auf jeden Fall noch mit ganz viel Vorsicht zu genießen. Aber ja, ich bin ja sowieso so ein Sommer-Sonne-Strand-Mensch. Von daher finde ich Florida ganz cool und das wäre eben auch so eine Möglichkeit, sich das einfach erstmal anzugucken, da mal ein paar Jahre zu bleiben und dann zu gucken, ob es das eben auch langfristig ist, weil mir ist auch selber auch klar, ich kann jetzt nicht mein Leben lang
immer alle 2, 3 Jahre irgendwie umziehen. Und es gibt aber wiederum auch eigentlich so viele Argumente dafür, einfach jetzt hier zu bleiben. Ja, die Sachen, die ich jetzt schon 100 Mal gesagt habe. Also ja, was würdet ihr dann machen? Sagt ihr, nee, bleib da. Du weißt, es ist eine schöne Gegend, du kennst dich da aus, du hast da Familie, Freunde, du hast da deinen Job. Oder sagt ihr, ja, nee, Florida ist schon cool, mach das doch einfach mal. Ja, hier umzuziehen ist eigentlich auch nicht immer so die allergrößte Sache. Es ist halt immer noch ein Land. Also klar, du musst dann die Wohnung aufgeben und alles, aber im Notfall kannst du halt irgendwie auch wieder zurück. Ich bin da irgendwie so ein bisschen unentschlossen. Aber ja, wir schauen einfach mal, was es jetzt das nächste Jahr alles noch so bringen wird. So, nächstes Thema. Wie sieht es denn hier eigentlich aus mit meinem Visum oder meiner Aufenthaltsgenehmigung hier? Also, ich habe dazu vor ein paar Monaten mal ein Video gemacht. Das heißt, werde ich amerikanische Staatsbürgerin? Verlinke ich euch auch gerne mal. Wer das gesehen hat, weiß, dass ich langfristig amerikanische Staatsbürgerin werden will. Das ist hier so, normalerweise darfst du nach 5 Jahren dich da bewerben. Aber wenn du mit einem Ami verheiratet bist, nach 3. Das ist halt bei mir jetzt so, naja, immer noch nicht, es waren immer noch nicht ganz 3 Jahre. Aber ich will natürlich gerne die duale Citizenship, also die deutsche, behalten. Und das ist so, dass das von deutscher, also von amerikanischer Seite, ist das kein Problem. Von deutscher Seite schon ein bisschen eher. Also man kann es auch machen, man muss da aber quasi so einen Sonderantrag stellen, dass das genehmigt wird, weil die es eigentlich im Regelfall nicht so gerne sehen. Jetzt ist das Ding, du musst dir vorher von den Deutschen die Genehmigung sozusagen holen, dass die sagen, okay, das ist in Ordnung mit uns, dass du die Dual Citizenship hast. Weil wenn du das nicht machst und dich einfach für die amerikanische bewirbst und das dann parallel mit den Deutschen klärst, aber die amerikanische Staatsbürgerschaft schneller durchgeht, dann verlierst du automatisch deine deutsche Staatsbürgerschaft, auch wenn du es irgendwie gar nicht willst. Du musst wirklich vorher die aktive Genehmigung haben, ja, das ist okay von unserer Seite. Und die haben halt irgendwie so eine Bearbeitungszeit von 1,5 Jahren oder so. Und ich habe meinen Antrag halt vor ein paar Monaten abgeschickt. Jetzt habe ich, ja, also nach vielen, vielen Monaten, eine erste Rückmeldung bekommen, dass ich noch Sachen nachreichen soll. Ja, jetzt heißt es einfach abwarten und Tee trinken. Ich hoffe mal, dass die das dann schlussendlich genehmigen werden. Wird aber, wie gesagt, noch viele, viele Monate dauern. Und dann setze ich mich mit dem Thema amerikanische Staatsbürgerschaft auseinander. Ja, und ansonsten, meine Green Card, die ich hier bekommen habe, die gilt erstmal nur für 2 Jahre. Die ist also jetzt schon vor einer Weile abgelaufen. Und hier ist es so, dass du darfst auf den Tag genau 3 Monate vor Ablauf deiner Green Card, darfst du erst eine neue beantragen. Ist eigentlich auch kein großes Thema, man muss da irgendwie nochmal ein Dokument ausfüllen und das dann abschicken. Aber die Bearbeitungszeit von dem ist bis zu 18 Monate, was quasi heißt, dass du dann eigentlich lange ohne gültige Green Card bist, also beziehungsweise die ist dann abgelaufen. Aber man bekommt dann so einen Brief, in dem steht, wenn irgendjemand nach ihrer Aufenthaltsgenehmigung fragt, dann zeigen sie einfach ihre abgelaufene Green Card und diesen Brief. Das ist quasi so die Bestätigung, hey, wir sind gerade dran und prüfen ihren Antrag. Und die Bearbeitungszeiten sind so lange, weil die das nicht deren Priorität ist. Also die machen eher andere, krassere, wichtigere Sachen, deswegen dauert das so lange. Ey, aber ich habe keine Ahnung, was ich mir teilweise für Sorgen mache, jetzt zum Beispiel bei meinem Flug nach Deutschland, ob das alles so gut geht, ob da wirklich jeder Beamte, der da irgendwo sitzt, weiß, dass das wirklich so ist, weil es halt einfach, das ist kein Travel-Document oder so, es ist einfach nur so ein komischer Brief. Aber ja, es ist Gott sei Dank gut gegangen und jetzt hoffe ich aber einfach, dass meine Green Card dann irgendwann mal eintrudelt, hoffentlich. Ja. Ansonsten war es das eigentlich. Ich hoffe mal, ich habe nichts weiter Wichtiges vergessen. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich auf irgendwelche Sachen mal in einem anderen Video eingehen sollte, die ich jetzt nicht genannt habe. Ich würde mich sehr über ein Like und über einen Kommentar freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao!